Beziehungsweise müsste der natürlich so sein. Testen. Das wäre nice. Irgendwie. Ja, das rutscht zu schnell weg. Aber dazu kann man ja verlängern. Wie wir lustig sind. Naja, nicht ganz, aber wenigstens ein Stückchen. So, komm schon, komm schon. Holy crap. Test. Ja, wenn man den mit der Geschwindigkeit darüber schwingen lassen könnte, würde das natürlich klappen, ja. Machen wir so. Dann können wir hier noch einen Ticken verlängern. Ja, das könnte fast schon zu lang sein, aber ein Versuch ist es wert. Test. Nee, nee, jetzt schwingt er gar nicht mehr so weit. Weil da nicht genug Gewicht dran ist. So. Mehr Gewicht. Test. Schiss. Ja gut, das ist jetzt unkonventionell, aber ich würde es gerne trotzdem probieren, ob das möglich ist. Ist natürlich dumm, dass er da hängen bleibt. Was ist mit dem Bart? Ach, der Bart ist der Flavor Saver. Ja, stimmt, hast du recht. Ist voll eklig. Voll eklig. Naja, ist echt zu lang. Okay. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Wäre auch zu einfach, ja. Das geht nicht. Das wird nicht gehen. Gut, kommen wir nochmal aufs alte Thema zurück, was ich eigentlich im Hinterkopf hatte. Und zwar müssten wir natürlich gucken, dass wir das Ding da auf jeden Fall mehr fixieren. Nicht so, das müsste sogar halten. Ja, wenn der von da oben mit genug Geschwindigkeit drauf natzt, dann geht das auch. Das muss halt halten. Das wäre natürlich eine wichtige Maßnahme an der Stelle. Nein! Zu weit. Aber hey, es ist schon mal eine Ansage. Wenigstens haben wir es probiert, ja. Doch, dahin. Dann dahin. Und natürlich nicht zu vergessen. So. Alter, kriegt er das jetzt auch nochmal gepeilt? Ja, so, ne? So. Was ein Geschnutze, der Bau, ne? Wow. Nein, der fliegt drüber. Fuck. Okay, aber auch das kriegen wir hin. So, jetzt kann er nämlich gar nicht mehr drüber fliegen. Allerdings kann es jetzt auch sein, dass es einfach alles zerwichst. Bim. So, dann haben wir uns das Rumgejampel definitiv schon mal gespart. Jetzt gucken wir mal da. Also das funktioniert. Okay, jetzt müssen wir uns nur darum kümmern, dass wir einfach darüber kommen, ne? Ich versuche mal, the good old cheat way. The cheat way rauszuhauen. The cheat way. Cheap cheats. Incoming und so. Vielleicht klappt's ja. Es wäre natürlich gar nicht mal so ohne. Allerdings, und das sollte ich im Hinterkopf behalten, brauchen wir da natürlich einmal die blaue Gülle, um das Teil da wegzuwerfen. So, erstmal testen. Ja, das ist zu lang. Das muss wegbleiben. Da müssen wir durch.
Ist okay. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ja? So. Ah! Okay, komm, das hauen wir aber erstmal alles weg. Alles, by the way. Oh, komm schon, alles. Ja. Ja, das ist klar, dass der Würfel da nicht mehr durchfallen kann. Deswegen muss ich hier einen kleinen Jump an den Start bringen. Da hast du schon recht. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich ihn umsetze. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn umsetzen soll. Wir müssen hier auf jeden Fall den Winkel anpassen. So. Test. Nee, fahren natürlich. Ohne Test. Pest. Pest bringt uns jetzt eh nichts mehr. Oh, wow. Cool. Komm, nur so ein Ticken weiter. So. Test. Mann, das muss ich mir jetzt echt abgewöhnen, dass hier müssen wir fahren machen. Boom, so, und da können wir nichts gegen tun. Oh, warte, der ging weiter. Aber das ist natürlich ein Winkel, der geht gar nicht klar. Machen wir mal den hier, gucken. Ja! Er kommt halt nur falsch rum auf, aber das ist erstmal nicht weiter schlimm. So, jetzt machen wir erstmal massive Unterbrückung hier. In der Hoffnung, dass das hält. That would be awesome. Awesome it would be. So. Ja. Und den Rest stützen wir sehr wahrscheinlich einfach mit Seilen. Seil some. Und zwar überall. Müsste gehen. Ist jetzt natürlich die perfekte Hängebrücke. Oh no, rückgängig. So. Eigentlich schon, ne? Super. So. Und das ist total sinnfrei, aber okay. Das hat ja super gehalten. Nicht. Ja, komm, gib ihm. Bisschen mehr noch rausholen. So. Dass das vielleicht ein Ticken stabiler wird. Ich denke, wenn es zu eng ist, klappt es natürlich nicht. Ja, okay. Gut, jetzt müssen wir das halt noch irgendwie da nochmal stabilisieren. Damit der ganze Mist da auch hält. Okay. Schauen wir mal. Wie viel müssen eigentlich da durch? 10! Wieder mal. Okay. Easy! What the fuck? Aber 10 da durchzubekommen, glaube ich, wird nicht ganz so easy. Let's do it. Das wird die Brücke nicht aushalten, ey. Wow. Okay. Einer ist abgesoffen. Warum eigentlich? Habe ich jetzt gerade überhaupt nicht mitbekommen. Was ein Noob. Aber hey, das waren schon mal 9. Meine alternativen Lösungswege sind gar nicht mal so kacke, oder? Muss irgendwann mal gucken, wie der Originallösungsweg dafür ist. So, machen wir es nochmal. Jetzt nochmal einen Ticken höher. Mal gucken, ob es überhaupt klappt. Nein. Aber, und das können wir vielleicht sogar gucken, ob wir da schon direkt darüber kommen. Da müssen wir nicht so dämlich da rumjampen. Okay, so nicht. Aber vielleicht. So. Come. Maybe. Ja. Das zieht allerdings. Oh Mann, da hat es ihn schon zerrissen. Alter.
Das hält die Brücke nicht aus. Jetzt weiß ich aber auch, was ihn da drüben zerlegt hat. Scheiße. Okay. Ja. Ja, alles klar. So. Dann müssen wir es doch von oben auch nochmal stabilisieren, damit das klar geht. Nee, Bullshit. Müssen wir nicht. Das wird dadurch nur zu schwer. Hier das. Müssen wir abgrenzen, dass es hier gar nicht erst reinfallen kann. So. So. Whatever. Wo war denn das jetzt? Da. Ja. Das darf aber... Oh. So geht's natürlich auch. Okay, dann ändern wir das natürlich hierfür wieder. So. In der Hoffnung, dass das jetzt natürlich auch funzt. Müsste aber. Na klar, guck mal. Okay, cool. Jetzt kriegen wir den Konvoi wahrscheinlich sogar besser hin. Jetzt läuft es natürlich anders. Aber hey, was soll's. Hauptsache, sie fliegen stabil da durch und die Brücke hält. Nice! Easy! Ich meine, what the hell, ja? Nice, nice. Next! Cookie, hervorragend! Dir auch, hoffe ich doch. So, 4 Stück für Kuba. Kubachinko! Okay, Kubachinko. Das würde bedeuten, wir fahren mal. Gucken, was passiert. Ah, schön. Hervorragend. Gut, das heißt, wir müssen erstmal beide, Alter, beide Würfel darüber bringen. Bis sie es hinter sich haben. So, dann bauen wir erstmal was Stabiles. Und dann was weniger Stabiles. Indeed. So. Und so. Testen. Oh ja, testen tut's. Okay. Alles klar. Same shit da drüber auch nochmal baue, oder was? Ah ne, guck mal, der kommt anders da raus. That's bullshit! You know immer noch. You know what's bullshit. It's bullshit. So. Und natürlich. So. Ja, ich hätte gern alle zusammengebaut gehabt, aber hey, was soll's. Testen. So. Umgelenkt hätten wir sie schon mal. Jetzt sehe ich nur gerade, dass die echt kein Meter identisch sind, die zwei Teile. Abnormal. So. Und so. Dann. Mit Glück reicht es, aber ich bezweifle's. Definitiv, Cookies. Hammer. Es war jetzt sau schwer. Am Anfang war es echt ultra easy. Aber. Oh, scheiße, der muss ja auch noch genau landen. Oh, Mann. You know what's bullshit? Bahn. Das darf natürlich nicht passieren, ja. Das ist richtig. Ja, nee, testen tut's auch, komm. Wir müssen erstmal gucken, dass wir den einen wenigstens da dran bekommen. This is pretty not cool. Not cool. Kubachinko my ass. Scheiße. Da hat's ihn zerlegt. Aber hey, das kann man doch hier bestimmt nochmal fixieren. Gut, aber das ist immer noch zu viel Speed. Das müssen wir langsamer machen.